Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du einen Rinderschinken selber machen kannst. Ich mache das jetzt nach italienischer Art, ein Bresaola. Dafür habe ich hier auf der Fleischseite eine Semmerrolle. Du kannst aber auch theoretisch andere Fleischstücke vom Rind nehmen. Hauptsache es ist mager für den Bresaola und dann passt es ganz gut. Auf der Gewürzseite habe ich hier einmal Nitritpökelsalz. Und dann habe ich hier noch Thymian, schwarzen Pfeffer und Wacholderbeeren. Es gibt nach dem Pökeln beim Reifen noch die Möglichkeit, den Bresaola mit Rosmarin und Thymian einzureiben. Das ist optional. Ich werde es jetzt diesmal nicht machen, habe aber in meinem Blogartikel auch beschrieben, wie das funktioniert. Der erste Schritt ist einmal das Fleisch sauber zu machen. Das heißt, wir wollen alle Silberhäute, Sehnen und auch solche Einschnitte, falls vorhanden, komplett abtrennen, sodass da keine Löcher drin sind, keine Höhlen und eben das Fleisch komplett von den Sehnen, Silberhäuten und so weiter befreit ist. Am Ende sollte das so aussehen und dann können wir das einmal wiegen. Und dann merkst du dir das Gewicht und von diesem Gewicht werden jetzt die Gewürze abgewogen. Das Salz und die anderen Gewürze können wir dann einmal in den Mörser geben. Es muss nicht super fein sein, einfach nur, dass es ein bisschen aufgebrochen ist. Und jetzt kommt schon der Hauptteil, nämlich das Fleisch mit der Gewürzmischung zu beträufeln und von allen Seiten gut einzureiben. Und da nicht alle Gewürze hier haften bleiben, geben wir jetzt einmal das Fleisch in den Vakuumierbeutel und geben dann die Gewürze hinterher. Mir ist hier leider die Kamera abgeschmiert, aber wie gesagt, alles vom Brett mit reinnehmen. Das ist der Grund, warum wir es gewogen haben, mit in den Beutel und dann einmal vakuumieren. Ich mache hier noch zweimal die Naht rein, ist optional, aber gibt mir ein besseres Gefühl. Dann schreibe ich meist noch das Datum und den Namen drauf und gebe es dann in den Kühlschrank. Mindestens 1,5 Tage pro 1 cm Fleischdicke. Und hier in meinem Fall jetzt nach 2 Wochen sieht man, das Fleisch ist fester. Es hat ein bisschen Flüssigkeit verloren. Dann können wir das hier einmal rausnehmen und abtrocknen. Und jetzt wäre auch der Moment, an dem wir die Gewürzkruste auftragen könnten, wenn wir das wollen. Dann einen Haken oder einen Faden durchs Fleisch ziehen und dann hängen wir den zum Reifen auf. Beim Reifen musst du auf die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur achten, wobei die Luftfeuchtigkeit eigentlich das Wichtigere ist. Ich sag mal, zwischen 70% und 80% ist okay für den Schinken. Temperatur bis 15 Grad ist optimal, 14, 15 Grad. Wenn man jetzt keinen Raum hat, wo das perfekt geht, kann man das auch im Kühlschrank machen. Wichtig ist, je geringer die Luftfeuchtigkeit ist, desto schneller trocknet er ab und dann gibt es vielleicht so einen Trockenrand. Dann am Ende einfach nochmal einvakuumieren und in den Kühlschrank legen und 1-2 Wochen nochmal durchziehen lassen. Dann gleicht sich das teilweise aus. Meiner hatte jetzt nach circa 5 Wochen eine für mich passende Konsistenz erreicht. Du kannst ihn, wie gesagt, auch länger vakuumiert im Kühlschrank lassen und nachreifen lassen. Hier keine Trockenränder zu sehen, sieht meines Erachtens wirklich hervorragend aus. Das Bresaola kann man hervorragend als Carpaccio unter einem Rucola-Salat mit ein bisschen Parmesan und gutem Olivenöl essen. Schmeckt wirklich hauchdünn geschnitten, hervorragend. Alternativ kann man das natürlich auch, wie ich jetzt hier, hauchdünn aufgeschnitten auf einem Brot mit Butter oder auch ohne. Auch auf Sandwiches eignet sich das hervorragend und geschmacklich. Ja, wirklich traumhaft, ist wirklich sehr gut gelungen. Es sind nicht viele Gewürze, aber die kommen gut raus mit einer guten Fleischqualität. Kann ich empfehlen. Wie immer, das volle Rezept findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.